Hallo zurück bei den Stadtwerken von Echo. Ja, in dieser Folge wollen wir erstmal hier die Auspuffanlage erstmal reparieren bzw. neu verlegen. Ja, mir geht nämlich langsam das Gedampfe und Gerauche hier auf den Sack. Und jetzt gerade, wo die Hochöfen gerade keine Kohle mehr haben, ist das eigentlich ganz sinnvoll. Ich habe nämlich einige hundert Eisenerz noch reingeschmissen und daraus brate ich auch gerade noch ein bisschen Stahl und jetzt ist das... Ist halt die Kohle ausgegangen. Ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt versuche ich hier mal auf den Kasten hier drauf zu hüpfen. Es hat zwischen den Folgen gerade geklappt. Quincy ist auch da. Also Thorsten ist auch da. Aber ich weiß nicht, ob er gerade aufnimmt. Ich glaube nicht, dass er noch aufnimmt. Er hat schon aufgenommen. Wir haben auch schon zusammengespielt während seiner Aufnahme. Also wenn ihr wissen möchtet, was dort passiert ist, dann guckt gerne bei ihm. Quincy 6860. So, dann wollen wir mal hier mal den Auspuff verlegen. So. Oh, oh. Toll. Ja, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Machen wir anders, Moment. Das machen wir jetzt mal ganz anders. Dafür gibt es den Befehl. Anstack. Wenn er funktionieren würde. Tja, doof. Jetzt müssen wir erstmal das ganze Rohr aus der Hand legen. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie hoch ich mich baue hier. Scheibenkleister. Was ich in dieser Folge auch noch zeigen werde, ist der Kran. Den habe ich nämlich schon benutzt. Auch das könnt ihr bei Thorsten in der Folge sehen. Ich weiß noch nicht, in welcher Folge. So, auch nicht. So, und dann so. Und Babs. Ah, endlich Ruhe. Oh mein Gott. So. Nochmal hier ein bisschen was abbasteln. Und weiter hoch das Rohr. So, schon sind wir oben angekommen. Träumchen. Jetzt müssen wir natürlich alles wieder abbauen. Damit das Dach auch noch stimmt. Schön, dass wir hier so rauskommen, finde ich gut. Finde ich vielleicht doch nicht so gut. Ja, ist vielleicht doch nicht so günstig gewesen. Ja. Ja. Obwohl das so auch reichen würde, aber will ich das so? Nein, will ich so natürlich nicht. Doof. Müsste eigentlich hier rauskommen. Na gut. Dann legen wir erstmal das Rohr wieder aus der Hand. Warum ich mir gerade hier so ein bisschen Zeit lasse, obwohl ich euch den Kran zeigen möchte, ist darin begründet, weil der gar nicht mal so spannend ist. So. Er ist praktisch, aber ja, naja. Gibt schon schönere Dinge hier in Echo. Dahin. Dann haben wir... Hallo? Die kann ich mal wieder ausblenden. So. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir hier wieder drauf. Und dann... Na, so. Und dann hier so lang. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mann, ich will das auch nicht hier oben liegen lassen. Ach Mann. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich lege nochmal das Rohr aus der Hand. Das hört sich jetzt irgendwie falsch an, aber so ist das nun mal. So, dann haben wir hier den hier. Jetzt müssen wir den irgendwie aufs Dach drauflegen. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo hin. Von mir ist auch da. Gut. Zack. Und nachdem wir mit dem Kran fertig sind, was nicht lange dauern wird, da werden wir mit den anderen Tischen weitermachen, die ich entdeckt hatte.
womit wir schon die letzten Folgen beschäftigt waren. Das sieht jetzt irgendwie scheppig aus. Mann, das ist doch wieder nicht gut. Ich könnte natürlich auch. Dann gehen wir nämlich einfach hier mal so runter, oder? Das müsste dann wieder passen. Okay, machen wir das so. Oh, ist das schäbig. Mann. Na gut. Das habe ich natürlich wieder in meiner grandiosen Weisheit habe ich wieder darauf geachtet, wie viel Abstand wir hier brauchen. Ist ja erstmal egal, wie die hier liegen. So, dann schauen wir mal. Gucken wir mal hier. Guck. Ja, sieht vielleicht ganz gut aus, oder? Ja, könnte so hinkommen. Das könnte so hinkommen. Da hatten wir doch. Von mir ist auch so. Gut. So, Rohr. Das Abgasrohr. Ich frage mich bloß, warum da drin steht in der Beschreibung zum Transportieren von Flüssigkeiten. Wir haben hier keine Flüssigkeiten bisher, die man transportieren könnte, außer Wasser. Und da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie. Ich hoffe, das reicht. So. Reicht, passt. Alles gut. Gut. Alles gut, Knut. So, jetzt müssen wir hier wieder zumachen. Und hier natürlich auch. Welchen hatten wir denn hier? War es der hier? War es so einer? Es war nicht so einer, nein. Dann war es vielleicht so einer. Nein, so einer war es auch nicht. War es vielleicht so einer? Ja, so einer war es. Kannst mal sehen. So einer ist das. So. Ja, dann springen wir mal wieder vom Dach. Mutig, wie wir sind. Ach ja. Schön. Immer wieder angenehm. Wo sind wir denn jetzt? Ach so. An der Seite kamen wir runter. Komm, ich schmeiß erstmal hier rein. Nichts verschwenden, auch wenn wir es haben, ne? Ja, ist überall ein Loch drin, aber okay. So, jetzt wollen wir erstmal rüber dackeln zum Kran. Wo ist mein LKW? Ach da, steht mal wieder an altbekannter Stelle. So, ein kleiner Augenblick, ich muss mich mal ganz kurz ausmuten. So, da bin ich wieder. Da musste ich wieder husten. Und komischerweise, es klappt wieder mit dem LKW hier auf der Ladefläche drauf gucken. Interessant. Es gab von Echo gestern noch ein ganz kurzes Update. Dafür musste ich nicht mal den Server neu starten. Schon hochinteressant. Ja, und ich weiß nicht, darf ich das schon zeigen? Naja, muss ich jetzt zeigen. Muss ich zeigen, weil ich euch den Kran zeigen möchte. Moment, nicht so weit. Wir müssen hier lang. Denn der Kran, der steht bereits. Ja, ich schmürgel erstmal hier an der Erde lang. Warum nicht? Wenden auf der Stelle. Warum nicht? Mit dem LKW, ne? So. Da steht der Kran. Ja. Das ist der Kran. Ach. Aha. Eine manuelle Brücke möchte er bauen. Okay. Ja, das hier ist Susis Kanal. Und irgendwie verbinden sich die beiden Flüsse leider nicht. Hier war vorher Land. Und das war... Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ich glaube, das kam von da oben und das kam von uns da hinten. Guck mal, da ist er. Okay, jedenfalls habe ich bei ihm in der Folge hier ein bisschen rumgebastelt und habe versucht, die irgendwie zusammenzukriegen. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Mal schauen. So, jetzt wollen wir erstmal hier rein. So.
Mit A und D geht es nach links und rechts. Mit S geht der Arm nach oben, mit W geht er runter. So, dann kann man hier über so einen Stockpile rübergreifen. Bis irgendwann mal anfängt zu leuchten, so wie jetzt gerade eben. So, nein. Ach Mann, so ein bisschen frickelig. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie man den... Oh, so kann man es natürlich auch machen. Okay, dann so. So, und wenn man jetzt auf die linke Maustaste drückt, hat man ein ganzes Stockpile. Schon toll. Und damit kann man jetzt irgendwo halt Land aufschütten. So wahnsinnig spannend ist das jetzt nicht. So. So. Ein Wall kann man damit bauen. So. Oder auch einen. Einen Block kann man auch absetzen. Aber wer will das schon? So, gedrückt halten. Und dann entsprechend in die Richtungen, wo man halt hin möchte. So, und so zum Beispiel. Na, nicht ganz so breit. So, nochmal gedrückt, nochmal linke Maustaste drücken und schon wird dort Erde hingepflanzt. Und mehr kann man damit auch nicht machen. Man kann sie leider nicht wieder aufsammeln, was ich persönlich wieder sehr, sehr schade finde. Aber na gut, was willst du machen? So. Kann man natürlich auch wieder reinsetzen hier. So. Nur aufsammeln kann man sie nicht mehr. Einmal gesetzte Erde ist platzierte Erde und die muss man wieder mühsam wegschaufeln. Schade eigentlich, aber was willst du machen? Gut gemeint, wenigstens funktioniert der Kran. Finde ich toll, macht Spaß. Ein schönes optisches Highlight hier, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist vielleicht für diejenigen, die halt so wahnsinnig große Klüften haben, ein sehr verklüftetes Land, dass man damit vielleicht noch ein bisschen besser ja, die Erde halt modellieren kann. Dafür ist das, glaube ich, ganz sinnvoll. Ansonsten, ja, für unsere Zwecke leider, glaube ich, nicht so wirklich nützlich, weil unter Wasser man auch nicht sehen kann, wo man dort platziert. Deshalb ist es unpraktisch. Man muss also zu zweit sein. Das schaffen wir leider nicht immer. Hier habe ich es schon versucht, hier geht es nicht. Aber man kann aber auch nicht nur so, also so eine Platte hinbauen. Man kann auch in die Höhe bauen, das geht auch. So, und mehr steckt nicht hinter dem Kran. So, dann wollen wir mal weitermachen in unseren Stadtwerke-Gebäude. Okay, jetzt fahre ich hier schon. Ja, ich fahre einfach mal Offroad hier, ne? Ein bisschen. So. Tut. Er ist gerade nicht im Teamspeak. Hat der gesoffen? War da schon wieder in der Kneipe? Ist ja unglaublich. Das ist sowas. Naja, gut. So. Beach. So, angekommen. Jetzt wollen wir mal ganz schnell nach oben flitzen. Ich glaube, der hat mich gar nicht bemerkt, oder? Kann sein. Habe ich mich extra in den Aufnahmeraum hier reingesetzt? Es kommt da gar nicht dazu. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ich wundere mich gerade. Ach ja, stimmt. Weil die Kisten nicht mehr ausgereicht haben. Deswegen habe ich hier noch eine Kiste für Rohstoffe aus den Hochöfen noch gebaut. Und langsam wird es hier eng. So, was haben wir denn hier alles? Assembly Line haben wir noch nicht. Boiler haben wir schon gebaut. Den Lathe haben wir gebaut, glaube ich jedenfalls. Die Screw Press haben wir. Den Shaper haben wir. Ja, den Lathe haben wir. Dann können wir eigentlich jetzt schon die Assembly Line in Auftrag geben, wenn wir noch eine Dampfmaschine hätten. Okay, dann bauen wir nochmal eine portable Dampfmaschine und dann kommt die Assembly Line auch dran. Gleich danach. Ist ein, ich habe sie schon. Kann auch sein.
Hab ich schon, hab ich schon. Kanzeln, kanzeln. Ja. Und ja. Huh. Mensch, da habe ich ja echt mal vorausgearbeitet, wa? Meine Güte. Assembly Line. Und wie, die ist jetzt wieder so riesengroß, dass sie nirgends hinpasst. Oh nein. Oh ne, oh nö. Ach man, müssen die Geräte immer so riesengroß sein, ey. Ach, dann muss ich die oben hinstellen. Ins Treppenhaus, nein. Ach, hier liegt ja auch noch so viel rum. Ja. Warum? Muss das denn so? Alter. Nicht mal hier passt das rein. Eieieiei. Passt nicht. Ich will nicht noch eine Etage draufbauen müssen. Das ist ja nun nicht so gut. Hier passt die bestimmt nicht rein, ne? Gold, Bronze. Ach ja, da war Eisen. Ja, dann vielleicht noch im Erdgeschoss irgendwo. Ich weiß nicht. Alter, ist die riesig. Junge, Junge, Junge. Vorbereitung ist alles. Ja. Gucken. Ich wüsste auch gar nicht, wie rum die gehört. Boah. Alter, was denn das für ein fettes Teil? Junge, 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 Junge. Blockiert hier voll unseren Ausgang? Boah. Das geht ja mal gar nicht. Alter. Ja. Schön. Schön, nur viel zu groß, viel zu riesig. Na, kein Wunder, dass man dafür so viele Tische braucht. Na, gucken wir mal. Ach, hier kann man den Dampftraktor bauen. Framed Glass Door. Framed Glass Door, haben wir sowas nicht schon? Ich glaube schon. Steam Ceiling Light. Genau, die Dinge habe ich alle vermisst. Wooden Elevator. Hier ist der Aufzug. Okay, Steam Truck. Ach. Ach nee. Es gibt sogar einen Dampftruck. Cool. Sour Pluff Harvester. Ernten. Na, wie heißt es? Pflügen und wahrscheinlich säen. Boah, das ist interessant. Das ist toll. Lagerplatz. Wahrscheinlich haben wir gar keinen Zugriff da oben drauf. Mit Sicherheit nicht. Natürlich nicht. Das war so klar. Ach Mann, das ist so ärgerlich. Ich muss mal kurz gucken. Ist das etwa die Größe eines Stockpiles? Nee, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 4 mal 5, 4 mal 5, okay, 4 mal 5, ja, gut, im Moment, funktioniert das Ding überhaupt? Ja, wie No Place on Solid Ground. Das kann auch draußen stehen. Das ist gerade interessant. Also hier drin will ich das nicht haben. Nee. Nee. Ich glaube, da habe ich einen besseren Platz dafür. Aber ich glaube, da kommt das Ding auch nicht dran. Hier steht die Kiste. Ja, nee, das wird nichts. Zu weit weg. Das wird zu weit weg sein. Ach, Mann, oh. Das ist ja ärgerlich. 1, 2, 3, 4. Ja, genau da dran. So hätten wir ja dann Platz. Komm. Mach mal anders. So. Thank you.
Und tschüss. So, jetzt werden wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, die muss auch noch woanders hin. Davon können wir aber wohl nur einen schleppen. Ja, ich fürchte, ja. Ja, natürlich. Natürlich. Komm, dann kommen die beiden erstmal hier rein. So. Zack. Die sind ja nur mit den Robot Assemblies hier verbunden. Die heißen ja sowieso anders. Vorher waren es ja die Fabriken. So, hallo, ich möchte gern, danke. Wie blockt? Wie blockt? Was soll denn das heißen? Blockt? Glaub wohl. Kein Place, was soll denn der Quatsch? Was ist denn da blockt? Was ist denn da blockt? Es ist doch nur 4 breit. Ach Mann. Es müsste passen. Es passt aber nicht. Es ist ja nicht wahr. Ach Mann. Das ist gerade ein bisschen schäbig. Oder so? Oh, so. So. Ja, wenn man... Wenn man es natürlich falsch umbaut, dann sollte man sich nicht wundern. Aber da steht das jetzt äußerst ungünstig, nicht sehr platzsparend. Nein. So. So. Nein, so ist es auch nicht gerade platzsparend, aber naja, was willst du machen, ne? Irgendwie muss es ja hier rumstehen. Gut, dann bauen wir hier wieder eine Kiste hin. Ich glaube, eine wird wohl reichen, eine Truhe. Schätze ich mal. Kommt natürlich hier so hin. Das ist alles sehr beengt hier, aber was willst du machen? Musst du durch. So. Robots. And Assembly. Oh, Moment. Schreiben wir es auch mal groß. Robots and Assembly. Produkte. Passt. So, jetzt müssen wir die noch miteinander verbinden. Dass die auch wissen, wo sie ihren Scheiß hinschmeißen sollen. Nicht, dass sie wieder irgendwohin auslagern. Das kann nämlich schnell passieren. So, dann haben wir hier mal diesen hier. Schnapp, 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 schnapp. Oh. Robots and Assembly, gut. Jetzt mal gucken, was haben wir denn hier überhaupt für verbundene Truhe 2? Die habe ich schon gesucht. Was haben wir hier überhaupt für verbundene Walzwerk, Eisenerzlager für die Fabriken? Naja. Das kommt, ach, das ist, genau, das ist die Kiste, die ich brauche. Das ist gut. Das ist gut, dass die darauf Zugriff hat. Ich hoffe, dass das Ding auch Zugriff darauf hat. Das wäre echt bombastisch. So. Ich weiß, die Folge hat schon wieder ein bisschen Überlänge, aber was soll's. Das ist nicht schlimm. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten in dieser Folge. So, so. Robots and Assembly. Träumchen. Und du müsstest eigentlich auch Zugriff darauf haben. Wenn nicht, dann klatsche ich dir eine. Glaubst du es denn? Warum hat ausgerechnet das Ding jetzt keinen Zugriff drauf? Alter, ich klatsch dir eine. Frechheit. Gut, dann müssen wir da auch noch ein bisschen umbauen. Da muss die Kiste unten woanders hin. Ich überlege, mache ich das zwischen den Folgen oder mache ich das jetzt noch? Ich glaube, ich mache das jetzt noch. Das kann eigentlich hier mit hin. Oder? Nein. Möglichst nicht in die Truhe, die ist voll. Die ist auch voll. Okay. Ungünstig. Die ist fast voll. Die wird auch noch voller werden. Hallo? Und was ist da? Die sind ja alle voll. Die sind ja alle blau. Lass doch mal die Maus aus. Jetzt brauchen wir es. So. Dann nehmen wir noch eine Truhe. Das ist ein... Das ist ganz schön
unübersichtlich hier geworden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Leute, das ist nicht gut. Wenn das so unübersichtlich ist, ist das nicht gut. Dann sieht man ganz Animationen nicht mehr, Mann. Ich versuch's mal hier hin zu stopfen. Wie heißt die Kiste? Achso, die hat noch keinen Namen. Gut, alles klar. Dann benennen wir die mal. Und zwar, wie benennen wir sie? Maschinist. Moment, wir können es auch ein bisschen eindeutschen. Maschinistenprodukte. So. Dann weiß ich wenigstens, was damit gemeint ist. So. Jetzt mal gucken. Jetzt müssen wir alles nur darüber verschieben. Dann noch Maschinistenprodukte. Hallo? Da. Na Gott sei Dank. Gut. Dann hat das Zugriff drauf. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Das ist nur gerade wichtig, um die Sachen hier rauszuholen. Und damit wir nicht dauernd hin und her puzzeln müssen, müssen wir hier auch noch umstellen. Lagerplatz, Maschinistenprodukte und wehe, du hast keinen Zugriff drauf. Maschinisten, müsste ganz unten sein, ne? Ja, Maschinistenprodukte. Ja, wenn man so viele Lager hier überall hat, dann kann das Scrollen ein bisschen länger dauern. So, haben wir hier einmal. Dann dafür auch noch Lager. Die Iron Plate. Oh Mann, ich hoffe, dass die es auch sehen kann. Wäre echt toll. Alles ist ja aufgeklappt. Das interessiert keinen, das ist gut. Jawohl, sehr schön. So. So, dann müssen wir das hier noch zuordnen. Warum ist das immer alles aufgeklappt, Mann? So, so. Vor allem die Bloomery und alles, was mit Kohle versorgt wird, ist eigentlich völliger Quatsch. Dass das alles aufgeklappt wird, weil es uninteressant ist. Robots in Assembly, gut, Maschinistenprodukte. Sehr schön. So, haben wir den auch hier oben drin. Und dann diesen noch. Und damit soll es das auch gewesen sein. Zuklappen. Zuklappen, zuklappen, zuklappen. Zuklappen, ganz unten, natürlich, ganz unten. So, und das war's. Und in der nächsten Folge machen wir weiter mit unserem schönen Biergarten. Und in der übernächsten würde ich sagen, probieren wir mal diesen Dampftraktor aus. Ich glaube, bis dahin sollte ich es auch schaffen, den vielleicht mal fertig zu kriegen. Also bis zur nächsten Folge Echo. Tschüss.